Hey Freunde, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Chang und heute möchte ich euch mein aktuelles Brusttraining vorstellen, welches ich absolviere. Fangen wir direkt mit der ersten Übung an und das wäre Butterfly als Vorermüdung. Und auch hier würden sich vielleicht wundern, warum fängt man eigentlich jetzt nicht mit einer mehrgelenkigen Übung an. Genau wie beim Beintraining habe ich schon erklärt, dass mehrgelenkige Übungen in den meisten Fällen definitiv Sinn machen, als erste Übung zu auszuwählen, gerade weil hier mehr Konzentration gefordert sind. Aber ich nutze momentan sehr gerne die Vorermüdung für meine bestimmten Muskelgruppen. Und dafür ist es natürlich so eine Isolationsübung, wie zum Beispiel Butterfly, eine sehr gute Option, um die Muskulatur ein bisschen vorzubereiten, aufzuwärmen und vor allem durchblutzen zu lassen. Und deswegen fange ich mit dem Butterfly an. Und hier mache ich tatsächlich auch 8 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen, plus noch einen Satz SST nach Partitur. Und wie man diese Methode durchführt, kann ich auf jeden Fall nochmal in einem anderen Video erklären. Ihr solltet einfach wissen, hier mache ich ein sehr, sehr hohes Volumen und damit fange ich auf jeden Fall an. Hier ist es natürlich zu beachten, je mehr wir in den Hohlkreuz gehen, neigen wir natürlich auch dazu, etwas die untere Brustmuskelfaser zu treffen durch den Winkel. Und deswegen versuche ich aktuell so ein bisschen mehr in den mittleren oder vielleicht sogar im vorderen so ein bisschen anzuspannen, indem ich so gut es geht gerade sitze und Butterfly dann ausführe. Ihr werdet merken, mein ganzes Brusttraining ist auf jeden Fall sehr auf die obere Brustteil fokussiert und seid gespannt, welche Übung jetzt noch kommt. Okay, zweite Übung, das wäre Schrägbeindrücken, Langhantel. Und hier ist es sozusagen meine Progressionsübung. Das heißt, ich versuche so aktiv wie möglich, so schwer wie möglich zu trainieren, aber trotzdem in Range von 8 bis 12 Wiederholungen. Und so versuche in jeder Trainingseinheit so ein bisschen zu steigern, sei es wirklich 1,25 Kilo pro Seite noch mehr oder auch nicht. Und so versuche ich gute Progressionsschema hier beizubehalten. Und das war sozusagen meine Hauptübung, wo ich wirklich sehr, sehr stark konzentriere. Und hier gibt es wirklich zwei wesentliche Tipps, die ich auf jeden Fall mitgeben möchte. Und zwar, wenn jemand jetzt nicht so gut oder gute Brustmuskelansteuerung hat, kann ich auf jeden Fall sagen, versuche, so gut es geht, den Körper in den Polster reinzudrücken, anstatt die Stange nach oben rauszudrücken. Zumindest solltet ihr das im Kopf so einmal abgespeichert haben und dann diese Ausführung dann durchführen. Das heißt, also nicht die Stange rausdrücken, sondern das Gefühl haben, in den Polster reinzudrücken. Das wäre der erste Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann. Ihr werdet definitiv einen sehr, sehr schönen und guten Unterschied spüren. Und die zweite Sache ist, die Hauptfunktion von Brustmuskulatur ist ja die Schulteradduktion. Das heißt, wir versuchen, die Arme natürlich immer nach vorne, in die Mitte sozusagen zu bringen. Und das geht ja selbstverständlich nicht mit einer Langhantel. Denn Langhantel, das ist ja einfach physisch nicht möglich, nach innen zu führen, die Hände. Und deswegen sollte man eigentlich nur im Kopf so ein bisschen daran denken und sich vorzustellen, trotzdem, dass die Hände am Ende in die Mitte zusammengeführt werden. Und somit steuert ihr automatisch, vielleicht so ein bisschen unbewusst, auch die Brustmuskulatur. Und so könnt ihr wirklich sehr, sehr gut die Brustmuskulatur spüren. Und das sind meine zwei goldenen Tipps, die ich wirklich auch aktiv gelernt habe in den letzten Jahren. Und seitdem kann ich auch wirklich meine Brustmuskulatur sehr, sehr gut spüren. Kommen wir zu unserer dritten Übung, das wäre Neck Press. Diese Übung habe ich schon einmal in unserem Kanal auf jeden Fall einmal vorgestellt. Das ist eine sehr fortgeschrittene Übung, ist nicht für jeden gedacht. Gerade auch nicht für die Leute, die zum Beispiel sehr wenig Dehnfähigkeit oder Beweglichkeit haben und natürlich die Schulterverletzungen vorher haben oder dafür sehr anfällig sind. Deswegen empfehle ich diese Übung jetzt nicht unbedingt direkt nachzumachen, sondern wirklich erstmal gucken, ob diese Übung für dich wirklich geeignet ist und dann auszuprobieren. Hier nochmal ein Video eingeblendet, wo ich das ein bisschen näher erkläre. Ja, Neck Press ist eine sehr, sehr gute Methode, wo ich wirklich eine sehr gute isometrische Spannung spüren kann, gerade in den oberen Teil der Brustmuskelfaser. Und damit kann ich auf jeden Fall so einen kleinen Finisher von diesen Progressionsübungen, die ich jetzt angesetzt habe, und zwar Langhantel Schrägbeindrücken, sehr, sehr gut ergänzen und erweitern. Und das wäre meine dritte Übung und somit fahre ich wirklich sehr gut. Auch hier versuche ich so etwas mittelhohem Volumen zu absolvieren. Das wäre so 4 bis 5 Sätze. So, meine vierte Übung wäre Cable Flies von unten nach oben. Hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, von oben nach unten zu machen oder auch von unten nach oben. Wie ich schon bereits gesagt habe, mein Brusttraining ist sehr obere Brustlastig und deswegen
versuche ich natürlich die oberen Faser der Muskulatur zu treffen. Und das geht natürlich auch von unten nach oben in die Faserrichtung. Und damit mache ich einfach auch so 5 bis 6 Sätze A, 8 bis 12 Wiederholungen und damit fahre ich auch wirklich sehr, sehr gut. So, die letzte Übung ist nochmal eine Druckübung und zwar Schrägband drücken, Plate Loaded. Unsere Maschine hier in diesem Wegfit ist leider aktuell defekt. Deswegen konnte ich heute jetzt nicht unbedingt wirklich die schräge Variation nehmen, aber wenn ihr so eine Plate Loaded Maschine habt, dann solltet ihr definitiv diese Maschine einmal nehmen und versucht mal hier auch so eine Einzelwiederholung durchzuführen. Also Pit Force oder Pit, Hauptsache Einzelwiederholung, schön in die Vorspannung gehen und aus der Spannung auf jeden Fall schön rausrücken und wieder zurück und davon 27 Wiederholungen. Hier sollte man natürlich das Gewicht dementsprechend sehr geschickt auswählen von vornherein und so kann ich auf jeden Fall meine Brustmuskulatur sehr, sehr gut anspannen und vor allem meinen oberen Anteil der Brustmuskelfasern fokussieren. Und das wäre mein Brusttraining und probier es auf jeden Fall gerne aus. Falls es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Feedback und wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anliegen habt, schreibt es gerne in den Kommentaren. Und die besten Supplements gibt es bei Body Happy Nutrition. Schaut bei mir bei Instagram und bei uns im Body Happy Shop vorbei. Und vielen lieben Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal.